Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich mit meinem ersten Tauschpäckchen und das ist so schön, das ist schon so schön verpackt. Ich habe es auch nur geöffnet, ich weiß noch nicht, was drin ist. Und zwar ist das Päckchen von der lieben Jessica und wir haben einen Goodiebag-Tausch abgemacht. Ja, und mein Goodiebag ist heute auch schon bei der lieben Jessica angekommen und ich habe dieses bekommen. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich lasse mich da ja immer gerne überraschen. Aber vorab möchte ich gerne noch was sagen. Und zwar, ihr Lieben, wenn wir einen Tausch vereinbaren, ist es vollkommen egal, was in diesem Päckchen drin ist. Ich höre immer wieder, oh, ich habe Angst, dass dir meine Goodies nicht gefallen. Und ja, vielleicht habe ich zu wenig reingepackt oder. Nein, das ist vollkommen egal. Es geht nicht darum, was in diesem Päckchen drin ist. Ich freue mich am meisten über die Dinge, die selbst gemacht sind. Und da ist es vollkommen egal. Natürlich freue ich mich auch mega über große Pakete, klar, keine Frage. Aber ich freue mich auch über Kleinigkeiten. Also bitte macht euch da nicht zu viele Sorgen. Ich bin wirklich mit allem happy, was ich von euch bekomme. Und ja, mir sind einfach die selbstgemachten Sachen viel wichtiger als der Inhalt. So, das war mein Wort zum Sonntag. Und jetzt schauen wir mal, was die liebe Jessica mir geschickt hat. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was drin ist. Oh, aber ich habe schon was gesehen. Ich schau mal kurz noch. Ups, ich habe da noch was vergessen. So, das Goodiebag lege ich jetzt erstmal zur Seite und ja, dann fangen wir gleich mal mit der Post an. Und hier steht, huhu, liebe Barbara, freue mich, dass wir auch mal tauschen. Lieben Gruß, Jessica. Ja, Jessica, das freut mich auch. Die Jessica hat mich hat meine Videos gesehen, meinen Tauschaufruf und hat mich dann über Instagram angeschrieben. Ja, und sie hat ein Einhorn-Goodiebag von mir bekommen. Ja, und ich habe, wie ihr seht, ein Diddle-Goodie-Bag bekommen. So cool. Oje, oje. Das erinnert mich dann doch an meine Schulzeit, die schon, ja, so ein paar Jahre hinter mir liegt. Wie viele, sage ich euch jetzt nicht so. So, als allererstes haben wir richtig tolles Diddle-Papier. Schaut mal. Diddle-Di-Di. Und Diddlemaus ist ja so zuckersüß. Unsere Zimmer waren vollgestopft mit Mäusen mit zu großen Füßen. Und irgendwie, Mensch, ich will meine Kamera jetzt nicht. Komm jetzt. Jo. Also. Da haben wir einmal dieses Mäuschen. Und dann einmal in rosa mit diesem Motiv. Und die Blätter sind richtig schön. Da unten ist auch immer noch ein kleines Motiv drauf. Und da. Und kleine Herzchen in Türkis. Dann haben wir Orange. Toll, richtig toll. Ja, und Papier, also auch hier solches Papier kann ich wirklich immer gebrauchen. Das ist richtig toll. Cool. Richtig cool. Und wenn man die so aufeinander legt, ne, finde ich nämlich auch richtig cool. Ich denke, die gehören so in einen Block oder in ein Memo-Board oder wie auch immer. Schaut mal. Das sieht richtig cool aus. Ja, finde ich richtig cool. Ja, dafür schon mal vielen, vielen Dank, meine Liebe. Die Papiere sind schon mal richtig, richtig süß. So, und dann schauen wir uns mal dein Goodiebag an. Das ist so toll. Hier überall bling, bling. Und ja, bling, bling, ne? Bling, bling geht immer. Und ich liebe diese Steinchen von Doran Beads. Davon habe ich gestern an einem Goodiebag so eine komplette Lage von diesen Glitzersteinen verarbeitet. Und dieses Goodiebag ist so mega schön geworden. Ich glaube, das behalte ich. Nein, aber jetzt geht es nicht um meinen Goodiebag, sondern um dieses tolle Goodiebag.
Und da haben wir Didel und das Papier ist auch ganz toll, das glänzt. Seht ihr das? Hier glitzert das überall. Richtig, richtig toll. Und die Rückseite schaut dann so aus. Eine verliebte Didelmaus. Mensch, warum will meine Kamera das denn jetzt nicht? Jetzt? Ja, da. Das Motiv ist auch total süß und die Herzchen glänzen. Ja, das blendet jetzt ein kleines bisschen und ihr seht mich. So, und hier haben wir Zwölf und Herzchen. Total schön. Und das Papier ist so toll. Und ich habe heute beim Action extra nach diesem Hologrammpapier geschaut. Aber nein, das gab es natürlich nicht. Ja, und dann schauen wir mal. Hier sind die Strasssteinchen. Die Strasssteinchen. Das ist aber auch ein verdammt schweres Wort. Mein Sohn sagt schon, Mama, warum sagst du denn Strasssteinchen? Sag doch einfach Strassstein. Ist doch viel einfacher. Nein, weil Strasssteinchen sich einfach schön anhört. So, also, und die sind bis hier oben durchgezogen und hier verschlossen mit drei Klettpunkten. Ja, und dann schauen wir mal, was die liebe Jessica so eingepackt hat. Oh, da haben wir einmal Eule, Eule. Das sind Eule Metallic Sticker und die sind richtig cool. Die hat sie auseinandergeschnitten, damit sie da reinpassen, ne? Das mache ich auch ganz gerne. Und die sind richtig süß. Schaut mal. Die ist cool. Das ist meine Lieblingseule. Und die ist auch so putzig mit dem Herzchen. Richtig schön. Die sind richtig, richtig toll. Und hier, schaut mal. Oh, ist die süß. Oh, die sind toll. Die sind wirklich richtig toll. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Sie sind richtig, richtig schön. Ich muss das mal hier so ein bisschen hinlegen. So. Und dann haben wir, ja, schaut einmal. Moin, Hamburg. Jo. Das passt, ne? Würde ich mal sagen. Ja, wie ja schon in meinem Haul erwähnt, ich liebe alles, was maritim ist. Auch mein Mann ist maritim, nicht aus Hamburg, aber aus Wilhelmshaven, also die Ecke ist schon mal die richtige. Ja, super schön hier mit kleinen Ankern und ja, wie gerade schon erwähnt, ne? Papier kann man nie genug haben. Und ich schon gar nicht. Ach Mensch, oh Mensch. Die will nicht, so wie ich das will. Aber ihr könnt es erkennen. Ja, und dann haben wir, oh, schaut mal, ganz, ganz viele Herzchen. Und schaut mal, wow, wie die glitzern, ist das cool. Oh, ist das schön. Ja, und Herzchen, wie gesagt, gehen im Moment immer, immer, immer. Da ich ja jetzt ja mal ein paar Teile für Valentinstag basteln möchte. Oh, und die sind toll, schaut mal. Richtig, richtig schön. Das sind so Hologrammsticker und ja, die sind toll. Richtig toll. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Die sind super. Und die kann ich im Moment richtig gut gebrauchen. Und dann haben wir, ja, diese Label-Sticker, die finde ich auch richtig klasse. Selbstgemacht, süße Grüße und für dich. Ja, die finde ich richtig toll. Die kann man immer gut verarbeiten, wenn man Ü-Post macht oder Tauschpost.
Sorry, ja, diese Klingel ist brutal, ich weiß. Ja, vielen, vielen Dank, meine Liebe. Auch die sind richtig, richtig toll. Und dein Goodie-Bag gefällt mir richtig gut. Das ist ganz, ganz toll. Und wie gesagt, macht euch nicht zu viele Sorgen, was in diesem Goodie-Bag drin ist. Ich freue mich auch über Kleinigkeiten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das eine Kleinigkeit ist. Oh mein Gott. Also nicht falsch verstehen. Ich erwähne das auch nur, weil die liebe Jessica mir gesagt hat, oh, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Hoffentlich ist genug drin in dem Goodie Bag. Ja, alles gut. Ich freue mich riesig. Dein Goodie Bag ist wunderschön. Und das Papier ist auch traumhaft schön. Ja, und die Sticker, keine Frage, gehen immer. Also, alles gut, meine Liebe. Ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich würde auch jederzeit wieder mit dir tauschen. Also, alles gut. Und vielen, vielen Dank dafür. Ja, und dann sage ich nicht tschüss, sondern bis gleich. Denn ich habe ja noch ein paar Päckchen. Bye, bye.